Hallo, oh, sind wir schon drauf? Hallo, willkommen im neuen Video. Ich bin schon gerade emsig am Vorbereiten des neuen Weihnachtsvideos, Weihnachts-Winter-Videos. Es gibt heute mal keinen Adventskranz, sondern es gibt mal einen winterlichen, winterlichen, weihnachtlichen Türkranz. Das ist mal was anderes. Und ich zeige euch die ganzen Details nach der Intro. Aber zuerst mal muss ich ja mal einen kleinen Schwenk machen in das Video, das vorige Video. Da haben wir so schön einen Birkenstamm, den haben wir mit Stabkerzen und mit einer, es ist auch wieder ein Upcycling tatsächlich, weil es ist nur, in Anführungsstrichen, eine große Blechdose innen drin und die kann man so wunderbar als stabile Basis verwenden. Aber wie ich das genau gemacht habe mit Trockensteckmasse und was da so drin ist, da mache ich euch den Videolink nochmal rein, weil da sind die ganzen Details. Aber ich finde, das ist ein ganz toller, anderer Adventskranz, auch für Leute, die sagen, sie haben nicht so viel Platz. Oder man stellt es so hinten am Tisch, also wenn man nicht unbedingt drüber gucken muss. Und mit Vorderansicht, hier haben wir das auch offen gelassen und haben hier noch so eine schöne Spielerei dran gemacht. Und wie man die da so anschnallt und dass die so schön schaukeln, das kommt alles in dem Video. Aber ich finde, das ist auch mal eine ganz andere Idee und ich könnte mir den auch gut zu Hause vorstellen. Ja, ansonsten suchen unsere Elchis noch ein Zuhause. Da, ich schreibe euch mal meine E-Mail rein, die versenden da auch. Mal gucken und die finden ja bei euch ganz schnell ein Zuhause. Und heute gibt es die neue Idee, einen Türkranz, aber der ist auch traditionell rot. Mit Wollfilz und ich habe hier wunderschönes Grün. Ich habe einen gelbgrünen Ilex. Der ist auch super, weil der hält auch ohne Wasser immer ganz toll. Ich habe eine Konifere mit Bärchen so klein, die ist so graugrün. Ja, graugrün ist ja schwer im Trend. Dann habe ich eine ganz buschige Eibe. Ja, die ist auch so sehr, sehr schön. Hat auch so kleine Bärchen drin. Eibe ist auch ganz toll. Dann haben wir Buchs. Buchs ist ja auch so ein Klassiker, also toll, wer noch so einen schönen Buchs hat, super. Also es hat nicht jeder, weil leider Gottes ist ja auch der Zünsler sehr eifrig, aber das ist ein richtig gesunder, toller Buchs. Und dann, hier habe ich schon ein Stückchen geschnitten von meiner Zypresse für meinen Kranz und hier gibt es dann also die Königin des Grüns, das ist die Muschelzypresse, die wächst im Schneckentempo. Ja, man sieht, die wächst so leicht gedreht. Und die hat auch so einen herrlichen lateinischen Namen. Das ist die Octusa nana gracilis. Ich kann nicht alles auf Lateinisch, aber diesen Namen kann ich und ich finde den so richtig schön. Und das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Grün. Ja, und aus diesen grünen Sorten möchte ich nachher meinen Kranz begrünen. Ich habe jetzt einen Strohrömer genommen und habe den mit Kranzwickelband umwickelt. Weil man sieht zwar die Vorderseite nachher nicht mehr, aber man sieht ja die Rückseite, weil die Rückseite ist ja nicht dekoriert. Das ist erstmal wichtig, weil ich finde, man sollte nicht auf das Stroh gucken. Das ist einfach so rein von der Technik her. Dann möchte der Kunde gerne auch traditionell rot, aber nicht nur mit Grün, sondern jetzt machen wir mal unser neues Thema. Wir machen wieder eine Strickoptik in den Kranz innen rein. Und dazu nehme ich... Genau, ist alles neu. So, ist alles noch verschlossen. Dazu nehme ich Filzschnur und ich mache mal wieder Luftmaschen. Genau, wenn ich die aufbekomme. So, und ich mache mal wieder Luftmaschen. Und da muss ich jetzt erstmal fleißig, eigentlich könnte ich das auch vor dem Fernseher machen, dazu muss ich jetzt erstmal fleißig häkeln, damit, Luftmaschen, kennen ja viele, wer häkelt, kennt das ja alles. Ja, Luftmaschen ist einfach eine Reihe von Maschen, die man so in Serie aneinander durchzieht. Und
Das ist so eine Arbeit. Ich glaube, da braucht man auch kein. Da muss man gar nicht hingucken. Da kann man nebenher Fernsehen gucken und kann das ganz locker machen. Und es ist dann nur ein kleines Geduldsspielchen. Aber ich mache jetzt erstmal Luftmaschen. So. Guten Abend. Ja, es ist total cool, weil mein Mann hat heute Geburtstag. Ja. Oh. Und ich suche da unten schon einen Blumenladen. Ja. Ja. Hallo. Tag. Hallo. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ein schöner Blumenstrauß. Ja, gerne. Der liebt auch so Herbstfarben. Ja. Und ich sag mal. So, wir haben mal ein bisschen die Wartezeit verringert und einfach mal weitergemacht. Luftmaschen gehäkelt. Zwischendurch kamen auch noch zwei Kunden und jetzt bin ich schon etwas weiter und habe die Basis, also ja, die Basis nenne ich immer jetzt den Untergrund, habe den auch so schon so schön mit diesem roten Filz ausgekleidet und mache zwei, also ich habe zwei Reihen Luftmaschen gemacht, geklebt. Da war natürlich immer so die Überlegung bei diesem Türkranz, sollen wir zuerst das Grün wickeln und dann die Luftmaschen kleben? Oder machen wir das mit diesen, ja, ich nenne die immer Krampen, das sind die Patenthaften, dass man mit diesen Haften das Grün fixiert. Und da haben wir uns dann doch für Weiteres entschieden, dass man mit diesen Haften das Grün fixiert. Hintergrund ist auch, ich kann dann auch, wenn das Grün mal kaputt geht, dann kann ich es abmachen, also mit den diese Haften lösen und kann einfach wieder frisches Grün mit diesen Haften fixieren. Das heißt also, das ist auch noch durch diese Wolloptik ist recycelbar und das ist natürlich echt eine coole Geschichte. So, also jetzt haben wir schon mal hier die, ja, diese Basis, ja, die ist jetzt schön mit dem Filz ausgekleidet. Und den Wollfilz, ist auch bestellbar natürlich bei Floristik24. Den kann ich jetzt mal zur Seite legen. Man könnte überlegen, ob man den Kranz an dem Wollfilz aufhängt, aber das sind immer so kleine so Tests, die wir machen im Laden. Und Wollfilz eignet sich nicht so gut zum Aufhängen, weil das Problem ist einfach, dass der, ja, dass der auch reißt, ja, und deswegen würde ich tatsächlich zum Aufhängen wirklich ein Band nehmen und nicht den Wollfilz. Und jetzt kommt wieder die Fleißarbeit, die ihr eigentlich schon kennt in meinen Videos auch. Das ist die Fleißarbeit, einfach Stückchen zu schneiden. Ich habe schon Stückchen geschnitten von der Konifere. Ich schneide jetzt Stückchen an der Muschelzypresse, und dann werde ich die Eibe noch schneiden und desgleichen auch natürlich den Ilex. Ich brauche jetzt einfach mein Grün in Stückchen griffbereit, wenn ich dann mit den Krampen anfange und muss jetzt erstmal sorgsam sezieren. Die Muschelzypresse muss ich mal ganz präsent legen, mein edelstes Grün, und ansonsten brauche ich einfach Stückchen von dem Ganzen. Auch Grün schneiden muss man sich immer gut überlegen, wo schneide ich, um möglichst viele Stücke rauszubekommen. Ja, das ist jetzt auch so eine, ich nenne das mal ökonomisches Teilen. Und ich muss dann, ja, ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo gut. Ja, also das Ziel ist natürlich auch aus dem Grün, das man hat, möglichst viele Stücke. Ich habe jetzt zum Beispiel hier oben geschnitten ein paar Schnipsel und habe hier ein paar gleich große, aber diesen Strunk, den ich da habe, den will ich natürlich nicht. Also schneide ich den raus. Und zwar, ich mache die Schnittstelle, jetzt muss ich zeige es gleich, wenn ich es gemacht habe. So, die Schnittstelle. Ich habe die Schnittstelle so rum gemacht, dass wenn ich jetzt die Vorderseite von dem Grün sehe, dann ist die Schnittstelle nach hinten und ich sehe, wenn ich gerade zufällig ein Blättchen drüber ist, sehe ich auch die Schnittstelle nicht, dadurch, dass ich so schräg gemacht habe. Ja, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Also auch bei Grün muss man wirklich gut überlegen und nicht nur die Spitzen vom Grün nehmen, sondern ja, ich sag mal eher von unten nach oben wird grün geschnitten. Ja, das ist, weil grün ist wertvoll, grün ist sehr, ja, teuer, auch für Sträuße, was wir brauchen.
Und der Gedanke, dass Grün nichts kostet, der ist komplett falsch und auch komplett überholt. Es ist alles sehr wertvolles Material. Und wir versuchen natürlich dann immer aus dem, was wir haben, das Maximale rauszuholen. Klar, fast das ökonomische Prinzip. So, es geht los. Ja, und jetzt lege ich mein Grün. Lege mein Grün an den Römer an, nehme die patenthaften und fixiere das Grün ordentlich im Römer. Versuche natürlich auch manchmal zwei Stiele oder drei Stiele zu nehmen, dass ich nicht für jeden Stiel einen Haften nehmen muss. Und ich habe so ein kleines Hilfsmittel, was ich ganz gern nehme, wenn ich sowas mache. Ich nehme ganz gern Handschuhe. Es ist doch relativ unangenehm, ohne Handschuhe, diese Metallbügel hier reinzudrücken in den Römer. Und ich habe einfach mehr Power, wenn ich, und kann das schneller und leichter machen, indem ich meine Hände ein bisschen schütze. Aber das kann ja jeder machen, wie er will. Ziel ist es natürlich, bei dem Ganzen immer die Grünsorten adäquat zu mischen. Auch, dass der Kranz eine richtig schöne Mischung rundum hat. Ich verwende rundum immer verschiedene Sorten, dass die so schön changieren. Genau, schönes Wort, changieren. Ja, super. Und auch diese Haften richtig schön tief fest reindrücken in den Römer. Also wenn die nicht richtig sitzen, dann hat man eigentlich nichts gekonnt, weil dann passiert es einem, dass das Grün auch wieder rausfliegt. Und deswegen muss das richtig sitzen. Ja, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich mache das jetzt ja so ganz automatisch. Die Spitzen vom Grün, die werden hier immer in die gleiche Richtung angelegt. Ja, so dass alles, dass es so aussieht, als ob das immer so hier im Kreis rum wachsen würde, ja, förmlich wachsen. Aber das ist also ganz wichtig für eine schöne Optik. Blumen. Für den Hinweis. Vielen Dank. Wie lieb von dir. So, Geduld wird belohnt. Und jetzt ist also hier mit diesen Patenthaften das ganze Grün fixiert. Schön verteilt wirklich, also dass überall auch was ganz Wichtiges ist, dass diese schöne Ilex überall erscheint und dass das so schön buschelig ist. Und ich habe jetzt auch gerade nachgedacht, ob ich eventuell nochmal eine Korkenzieher-Haselnuss drüber ziehe, aber ich habe mich, damit diese Strickoptik schön erhalten bleibt, ich habe mich hier dagegen entschieden, aber ich denke ja ganz gern laut nach. Ja. Was ich aber ganz schön fand, war, wenn man einen Strobuszapfen reinmacht. Und hier gibt es wieder den kleinen Trick. Ich hoffe, er funktioniert jetzt auch vor der Kamera. Man nimmt die Spitze, schneidet mit der Baumschere in die Spitze rein und kann diesen Zapfen dann an der Ader teilen. Ja, und habe dann also dadurch, Moment, ein bisschen gerupft sieht er aus. Ja, habe dadurch auch zwei halbe Zapfen und suche mir einen schönen Platz, wo ich diese Zapfen reinkleben kann. Und ich denke, das hier wird mir sehr gut gefallen. Also da kann ruhig rundum nochmal ein bisschen Zapfen, könnten ruhig nochmal rundum sein, weil der Kunde möchte es gern schön winterlich, war der Wunsch. Er liebt Rot, traditionell, klassisch Rot. Und da kann man also ganz toll diese Zapfen reinkleben. Und ansonsten würde ich tatsächlich keine größeren Elemente reinmachen,
Und schön ist auch, dass die Strobuszapfen recht klein sind. Ich mache immer den Heißkleber hier auf die Zapfen, auf die Ader, ja, also die hier in der Mitte ist, und klebe dann. So, und suche auch eine Stelle, wo ich ein bisschen mich ins Grün so rein, förmlich rein kuscheln kann hier. Und würde auch noch mal einen Zapfen teilen. Also immer die Spitze schneiden und dann ordentlich zupacken. Ich arbeite selber tatsächlich ganz gern mit Handschuhen. Ordentlich zupacken und dann so, und dann lässt er sich sehr schön spalten. Super. Ich liebe es, wenn es im Video so schön klappt. Dann lässt er sich auch ganz gut ein bisschen biegen. Und also bevor man den Heißkleber aufträgt, erstmal einen guten Platz suchen. Ich finde, das hier ist so schön buschelig. Also ich würde den hier nochmal mit reinlaufen lassen. Ja. So. Und erst dann Heißkleber drauf, weil ansonsten, wenn man es andersrum macht, wird das alles ein bisschen hektisch, das Ganze. So, schön festhalten, bis der Heißkleber kalt ist. Und dann kann ich ihn überlegen, ob ich nochmal, also ich wollte gern diesen Teil nach oben machen im Kranz, und ich überlege mir natürlich schon vorher, wo mache ich das Band hin, wo hänge ich den auf, und da in der Natur Zapfen naturgemäß auf die Erde fallen, können die Zapfen ruhig auch mir ein bisschen unten rum in dem Kranz sein. Ja, das ist dann so, wie es tatsächlich in der Natur vorkommt, und ich finde, es soll auch immer eine natürliche Optik haben. So, und dann kommt noch das letzte Thema, ist natürlich die Aufhängung. Entweder man macht ein Band, man macht ein Band drumherum, aber ich scheue mich ein bisschen hier bei diesem Kranz, ein Band jetzt drüber zu schlingen, weil auch das, finde ich, macht diese schöne Optik von dem Strick, soll auch nicht durch ein Band beeinträchtigt sein. Das wäre echt total schade. Folglich ist jetzt mein Gedanke, ich nehme einen festen Draht, einen möglichst dicken Steckdraht, drehe den Kranz um und gehe mit dem Draht, nehme auch hier die Seite, dass die schön angeschrägt ist, ja, ist immer wichtig, und gehe mit dem Draht durch den Römer durch. So. Man kann hier jetzt relativ einfach einen Haken formen. Beziehungsweise, falls wir doch noch ein Band dran machen, kann ich ja das Band einfach hier durch den Draht ziehen. Ja. Verdrehe das Ganze nochmal. So, habe jetzt also hier meinen Haken gebaut. Ja, und wenn der Kunde sagt, er möchte nicht einen Draht oder sondern möchte ein Band, dann können wir natürlich auch noch das Band fixieren. Aber haben so jetzt eine richtig schöne Aufhängung, dass der Kranz auch ganz toll an der Türe hängt oder an mir. Aber ich würde sagen, mehr braucht dieser Kranz nicht. Wer dann noch vielleicht in der Weihnachtszeit eine große Kugel hier unten dran machen will, kann das machen. Ein großes Element, aber ich würde ansonsten nichts machen. Und ich würde ihn wirklich so lassen, weil weniger ist manchmal mehr. Und das ist jetzt wirklich ein toller Kranz, der auch in der ganzen Winterzeit bleiben kann. Und man könnte auch den Filz variieren von der Farbe her. Da zeige ich nämlich nochmal was dazu. Da habe ich, Moment, ich laufe mal gerade hier rum. Da habe ich nämlich einen reservierten Kranz. Und das ist jetzt ähnlich, aber in Braun. Ja, so haben wir das gemacht. Das ist eine bestellte Arbeit. Der geht heute gleich zum Kunden und ist als Geschenk auserkoren. Ja, ihr Lieben, das war heute mein winterlicher Türkranz mit Strick, mit Wollfilz. Mit diesem ja, austauschbaren Grün durchs Krampen, also wirklich auch wieder eine wiederverwendbare, nachhaltige Idee. Der Strick bleibt erhalten, das Grün wird getauscht, und ich bin wie immer total gespannt, was ihr wieder von meiner Idee haltet. Mal gucken, ob ihr mich inspiriert, dass ich mir die nächsten ausdenke. Alles Liebe und ganz viel Freude beim Nachmachen. Wünscht euch eure Margit.